würde ich sagen. Da kommt hier halt dieser Baum mal weg. Ja, die Setzlinge sammle ich auf. So. Ich gehe nur vor kurz hier bei dem Wald hier hin. Also hier die Strecke würde ich halt noch nicht zubauen mit Bäumen, weil ich halt noch nicht genau weiß, wie ich den Hafen genau baue. Aber hier können wir so ein bisschen rumdoktoren mit Bäumen. Hier habe ich halt extra frei gemacht, damit hier dann so einen Weg durchführen kann. Muss ich halt gucken, inwieweit der denn gerade ist. Ja, muss ich ein bisschen Terraforming machen, aber nichts Wildes. Gut. Dann gehen wir mal eben hier wieder hin. Holen jetzt die ganzen Setzlinge da raus. Schere. Danke. So. Und her damit. Yeah! Grünzeug! Für die Baumfreunde! So, zack und zack. Und alles mitnehmen. So, und jetzt zu den Setzlingen, die wir mal verwenden werden. Damit ich mal ein Versprechen halten kann. Also zumindest teilweise. Ne, weil ich habe ja gesagt, ich werde wieder viele Bäume setzen. Und dann wollte ich die halt hier auch so entlang mal setzen. Einfach mal, um zu gucken, wie das dann aussieht später. Wenn wir dann hier mal wieder herkommen. Weil, ich weiß nicht, also man kann hier bestimmt noch irgendwas Tolles machen. Ich weiß halt nur nicht, was. Darum setze ich hier jetzt einfach mal dekorativ die ganzen Bäumchen hin. In der Hoffnung, das wird dann irgendwas Schönes, keine Ahnung, irgendwas dekorativ Wertvolles. Man weiß ja nicht. So, zack. Und hier nochmal und da nochmal. Wir haben noch so ein paar Setzlinge, die können wir noch verwenden hier. Ja, meinetwegen. Zack. Und zack. Und Lepp. Und dann, wenn man hier mal irgendwann entlang schwimmen sollte, dann sieht man halt so eine große Küste mit lauter Bäumen und sowas. Und da fühlen sich dann die Baumfreunde unter euch halt auch schon wohl. Hier oben drauf schon wieder Gianna Sisters. Oder Gianna Sisters, wie es manche sagen. Oder aussprechen, besser gesagt. So, hier auch so ein paar in den Innenbereich hier. Einfach, damit die halt, ne? Damit es auch, wenn man hier so von innen lang fährt mit dem Bötchen, dann auch so ein bisschen schön aussieht nach Wald und so. Ich weiß ja nicht. So. Einfach mal hier reinsetzen. Wird schon irgendwas Schönes draus werden, hoffe ich. So. Da nochmal und hier nochmal und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Das ist ja schön. Das ist ja schön, ist das. Einfach nur schön. So, haben wir das auch gleich gemacht. Natürlich werden mit der Zeit noch ein bisschen mehr Setzlinge gepflanzt, damit ich halt auch mein Versprechen ein bisschen mehr halten kann, weil ich habe ja gesagt, ich werde viele, viele, viele Bäume pflanzen. Und natürlich heißt das auch, ich werde viele, viele Bäume pflanzen und nicht nur so ein paar. Ne? So, jetzt haben wir auch schon keine mehr, dann müssen wir halt irgendwann mal wieder zurückkehren und dann den Rest pflanzen. Ne? So, das haben wir. Und, aua. Dann wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen anderes Kleinkram machen. Komm, ab in den See! Uai! Die tolle Unterwasserwelt! Die nicht ganz so toll ist, wegen der Creatures, die fehlen. Aber, okay. Auftauchen, 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 auftauchen. Und yay! Wieder Frischluft! Nicht nur diese vergammelte Luft da unten aus dem Wasser. Nein, auch Frischluft. Gut, wir hätten hier auch noch Leben, das wir irgendwo mal abbauen können. Aber es ist auch sehr tief. Nun gut. Warum fehlt da eigentlich ein Erdblock? War da auch ein Enderman am Werk? Das gefällt mir nicht. So, hier machen wir auch irgendwann mal so einen besseren Aufstieg. Weil, ich kann das eigentlich jetzt mal kurz machen hier so. So ein bisschen zumindest, damit man hier auch mal wieder rauskommt, wenn man hier reingegangen ist und so. So. Einfach mal, wir sind da ja ganz schamlos. Wir machen hier einfach mal so einen Platz, auch für das Schwein. Ja, Schwein, du bist mir jetzt ein bisschen im Weg, aber okay. So, dann kommen hier wenigstens auch wieder raus. So, und dann wollte ich jetzt Folgendes machen. Dann mache ich jetzt hier erstmal so ein bisschen Abtragen von Zeug. Ist nicht wirklich viel, aber halt so ein bisschen was. Wo ist eigentlich die Diamantschaufel? Habe ich die abgelegt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hätte ich mir vielleicht vorhin nochmal angucken sollen, wenn ich die abgelegt habe.
Weil die hält ja dann doch ein bisschen mehr als hier so eine Dreckseisenschaufel. So machen wir hier mal so einen Plopp. Und dann machen wir hier einfach mal so einen Weg durch. Dafür brauche ich jetzt Gravel. Gravel habe ich doch, ne? Genau. So. Jetzt habe ich die Schaufel dafür weggelegt. Ey, ich bin heute nicht bei der Sache, wie immer. Also der Weg kommt dann irgendwann von da hier so zack und dann macht ihr so eine Biege und dann kommt er dann irgendwann hier so und dann freut er sich einen Keks. So, machen wir doch das ganze Zeug immer weg. Das hier kommt dann auch weg, weil da kommt dann links so ein bisschen Stein hin. So ganz dekorativ wertvoller Stein halt, ne? Man kennt das ja. So, wir machen uns hier schon irgendwie so eine halbwegs schöne Welt. Warum auch immer ich hier im Weg durchfahren will. Ich glaube, ich will dann hier halt runter oder sowas. Oder keine Ahnung. Aber ich hätte halt schon so gern so einen kleinen Weg durch den Wald und mal gucken, was ich daraus dann mache. Erstmal setzen wir jetzt hier so ein bisschen Gravel. So viel wie wir halt gerade haben. So viel ist das ja nun auch nicht. Ne? Und es wird schon wieder dunkel, das gibt's doch nicht. So, geht das dann hier irgendwann so, zack. Und dann hier so runter und dann da so entlang, irgendwie wird das dann schon. Ne? Irgendwie. So, gehen wir mal kurz rein hier. Gehen dann wieder pennen. Weil wir sind voll die Penner heute, wir gehen die ganze Zeit immer nur pennen. Weil es auch immer wieder nur dunkel ist. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind schlafen gegangen. Yay. So, um eben nochmal auf das Thema Fernsehen zurückzukommen. Ich meine, ich gucke kein Fernsehen, weil ich habe auch kein Fernsehen. Das wollen mir ja manche Leute einfach nicht glauben, aber ist eine Tatsache. Da hört man ja schon manchmal so von skurrilen Sachen so aus dem Fernsehen, so über das Internet. Und da fragt sich auch nur so, WTF. Ne, beispielsweise. Germany's Next Topmodel war ja jetzt hier, ne, und, war nicht hier, aber, lief ja da irgendwie das Finale oder so. Ich hatte doch eine Diamantschaufel, oder nicht? Dann halt nicht. Okay, und, ja, also da liefen ja jetzt so diese Feministinnen, Aktivisten da für mehr Rechte für Frauen und sowas rum. So oben ohne und halt mit so Aufschrift, ja hier Heidis Horror Picture Show oder so ähnlich. Und ja, ich weiß ja nicht. Das ist so eine Sache, da frage ich mich, wieso muss man da so drauf aufmerksam machen? Geht das denn nicht auch anders? So für Frauenrechte und sowas. Aber naja, wenn die meinen, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich meine, ich sage nicht, dass ich gegen Frauenrechte bin oder sowas. Mir ist das eigentlich ziemlich Wumpe. Nur, also nicht vollkommen Wumpe, nein, sondern halt, ich denke mir halt so bei vielen Sachen, wieso wird da Unterschied gemacht? Ja, beispielsweise beim Gehalt. Es gibt viele Berufe, wo Frauen einfach weniger bekommen als Männer. Da frage ich mich, wieso? Wieso? Ehrlich? Ich meine, was macht das für einen Unterschied? Ganz ehrlich, das ist sowas, das verstehe ich einfach nicht. Aber naja, wenn die meinen, die werden sich da mal schon was gedacht haben. Und wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. So, warum ich das hier jetzt abtrage? Einfach damit ich ein bisschen Stein hinsetzen kann, damit wir es hier so ein bisschen einheitlich haben. Wahrscheinlich werde ich einfach dieses Ding etwas mehr hierhin versetzen. Hier ist ein bisschen schöner machen. Und dann haben wir halt so einen sinnvollen Weg nach da hinten hin. Jetzt habe ich da natürlich so ein bisschen was anderes Zeug abgetragen, aber naja, ach, passiert. Ja, ein bisschen Schönheitsschwund ist immer. So, machen wir es ja auch in der anderen Richtung. Ja, was mich mal interessieren würde, was ihr von dieser möchtegern Aktion von diesen Feministinnen da haltet, von Germany's Next Topmodel. Ob ihr sagt, ja, das war voll toll, dieser Schritt, ich beneide diese Frauen, oder ob ihr sagt so, pff, mir egal, oder wie auch immer, würde mich einfach mal interessieren. Falls ihr es
nicht mitgekriegt habt oder sowas. Das kann ja auch mal vorkommen, weil nicht jeder Germany's Next Topmodel guckt. Aber man findet sowas ja trotzdem in den Medien. Ne? So bin ich auch drauf gekommen. So. Jetzt gucke ich mal kurz, wie ich das hier dann machen müsste. Ich müsste ja hier dann quasi hier so ein bisschen bessere Fläche quasi herstellen. Damit man dann hier das so anbauen kann. Bin ich denn jetzt überhaupt noch richtig? So mittig und so? Ne, das ist hier. Das heißt, hier ist die Mitte davon. Das heißt, ich muss hier noch so ein bisschen breiter gehen. So in etwa. Und dann machen wir hier einfach mal so, damit es hier nicht so abgeschnitten ist. Hier so ein bisschen Terraforming. Was da drunter ist, sieht man ja eh nicht, dass wir hier da so ein bisschen gefuscht haben. So. Dann bauen wir doch mal eben das Zeug da hinten ab. Unser Möchtegern-Steg, der du sowieso so sinnfrei wie eh und je war. Aber naja, er gehört halt schon so ein bisschen mit zur Welt. Und zumindest zu dem, was ich mir hier so erbaut habe. Und darum werden wir den auch wieder neu pflanzen. Halt nur woanders. So. Das abbauen hier, dann gleich das Wasser wieder neu setzen. Ja. Wasser. Ich hasse es, wenn ich unter Wasser nicht so schnell abbauen kann. Jetzt mach doch mal. Ich ersaufe gleich. So, geht doch. So, holen wir noch mal schnell das Holz hier raus. Plopp, plopp. Ich glaube, das haben wir, ne? Müsste eigentlich. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz, wo genau die Mitte ist. Und also die Mitte ist hier dieser. Hier dieser. So, okay. Nehmen wir doch das Holz. Und dann setzen wir das hier mal so hin. Zack. 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 Und zack. Und noch ein bisschen. Zack. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt Holz. Gucken wir nochmal, ob wir hier noch irgendwo. Da liegt ja noch Holz. Das erklärt natürlich einiges. Wie viel Holz haben wir denn? 4. Yeah, 4 Holz. Woohoo. Ja. Ja, muss da hoch, muss ja hoch. So. Man könnte natürlich auch so einen Weg noch dahin machen zu dem, zu unserem Möchtegern-Tunnel. Aber nicht jetzt. Nicht heute. Unser erstes kleines Bauprojekt, das wir damals angefangen haben. Neben dem Möchtegern-Hütchen. Was auch sehr sinnfrei war, aber wir haben einen Tunnel gebaut. So, dann kommt hier jetzt Folgendes hin. Hier kommt das ja alles weg, weil da kommt ja dann Gravel hin. Das schließt er hier dann so mit an. Genauso wie hier, da müssen wir halt auch nochmal gucken, wie wir hier den Weg hinauf machen und hinab. Das wird jetzt auch nochmal so ein Spaß. Na, es war ja klar, dass jetzt die Schaufel hinhalten muss. Ich hoffe, das kann man dann so machen. Hier muss das ja sowieso alles weg. Ich mache das hier nun mal ganz kurz hier mit der Handkante. So, der hier kommt weg. Der kommt nämlich dann ein tiefer. Ich gucke jetzt nur mal kurz, ob man das so in etwa da machen kann. Ne, indem man halt hier dann so runter geht und so. Und zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Ah! So. Ich glaube, das kann man dann so machen, wenn man dann hier so links und rechts so ein bisschen Stein macht. Man könnte natürlich, damit man einfach einen Aufstieg hat, auch Steintreppen verwenden. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Das könnte ich eigentlich generell hier mal so ein bisschen mehr verwenden. Ich glaube, das machen wir. Ne, da muss man nicht immer springen, dann kann man da einfach hochlaufen und gut ist. Nur brauchen wir dafür sowieso noch eine Schaufel. Wieso bin ich eigentlich nicht gleich hinten rumgegangen? Gewohnheit. Pure Gewohnheit. So. Gehen wir hier nochmal runter, holen uns hier so die Steintreppen raus. Wovon wir so viele haben im Moment. Ah, dann machen wir uns halt nochmal ein paar. So. Machen wir hier mal so zack und zack und zack. Und da haben wir Steintreppen. Yeah! Steintreppen!